Weißt du noch die goldenen 90er? Ottmar Hitzfeld, unser Mann. Zweimal holte er die Meisterschaft und unser Traum, der begann. 97 war es dann soweit, ganz Dortmund feierte in Schwarz-Gelb. Riele Ricken machten Jubel breit, danach waren wir die Nummer 1 der Welt. Back in the Champions League, BVB. Ja, Fantip TV, Champions League ist wieder angesagt. Kasche und Charlie treffen sich hier bei den Bergeshöbe-Russen. Super geiler Fanclub und deswegen heißt das Ding auch hier Bergeshöhe, zur Bergeshöhe. Das muss wohl dann der Treffpunkt für diesen Fanclub sein. Ja, wir wollen uns heute die Tipps abholen. Sind wir extra mal nach Söllerholz gekommen, um diesen Fanclub zu besuchen und hier die Tipps abzuholen. Ja, heute nicht zu vergessen Borussia Dortmund in Olympiakos Piräus, ja. Und das wird natürlich eine ganz, ganz harte Nummer aufgrund der politischen Situation, wie wir wissen. Dennoch, ja, es muss gekämpft werden und ich hoffe, dass wir heute dann punkten. Ja, tolle Preise haben wir natürlich auch wieder zu verteilen. Jede es Menge. Gibt ohne Ende Gutscheine für die Sportsbar Club aus 1249. Genau. Was haben wir noch? Ja, wir haben CDs von Kasche natürlich, ganz tolle, mit super Musik. Und wir haben dann von Golden Goal aus Una, da sind auch immer herrliche Preise, die gestiftet worden sind. Unter anderem natürlich die 2 Karten gegen die Blau-Weißen. Die sind ganz wichtig für euch. Und die kann natürlich mal jeder gewinnen, der uns eine E-Mail schickt an info@fantipp.tv mit der richtigen Antwort, wie viele richtig Tipper hatten wir in diesem Beitrag? Genau. Und wie viele richtig Tipper wir jetzt hier finden? Werden wir sehen. Hinein, ab ins Restaurant zur Bergeshöhe, zu den Bergeshöhe-Borussen. Und ich lege mich schon mal wieder fest für heute, 04. Ja, und ich nehme mich... Nee. Nicht schlecht, was kann aber immer drüber sein. Ja, springen wir doch einfach mal ran. Wo ist er denn? Ah, da ist er, der Kasche. Ha, hallo erstmal. Kasche, ich übergebe mal, mach du mal weiter, das sind ja deine Freunde hier. Ja, meine Freunde kann man so sagen. Also wir sind heute hier gelandet beim Bergeshöhe-Borussen 08 und das ist ein Fanclub, den ich sehr schätze. Meine Wenigkeit, ich bin Ehrenmitglied von diesem Fanclub und es ist schön, heute mal hier zu Gast zu sein und diesen herrlichen Fanclub vorzustellen. 2:1 für Borussia, was für uns sehr wichtig ist. Ich meine, für die Griechen, das ist eine Spielernation, das wird dieses Jahr ein Kampf um alles bei den Wehen. Aber ich denke, wir werden dagegen halten und das Spiel 2:1 einfahren nach Hause. Wäre für 3:0, natürlich für Borussia. Hoffentlich klappt es auch. Also ich bin für 3:1. Ich tippe 2:2. Ich tippe auch 3:1. Ich tippe 2:1. Ich tippe 2:0. Ja, ich denke mal, können wir mit zufrieden sein, wenn denn dann nur ein Ergebnis von den ganz vielen hier reinkommt, dann bin ich schon zufrieden für heute. Ich übergebe jetzt mal einen Kasche, denn der hat noch ein bisschen mehr zu tun für heute. Neben mir steht der Vorsitzende der Bergeshöhe-Borussen und das ist Friedhelm Nagel. Viele kennen ihn eigentlich nur als Cheppern. Cheppern, ich sag Cheppern zu dir, ich bin ja Ehrenmitglied bei euch, bin ich auch sehr stolz drauf. Sagt ein bisschen was zu eurem Fanclub, wann habt ihr euch beispielsweise gegründet, wie viele Vereinsmitglieder und so weiter? Pass auf, wir sind im Februar, haben wir uns gegründet, einen Abend haben wir am Tisch zusammengesessen, das war 2008, da waren wir 3-4 Leute, dann haben wir vorgeschlagen, wir fahren mal nach Berlin zum Endspiel. Und darauf, grundsätzlich haben wir darauf gedacht, ja gut, da gründen wir um die Bergeshöhe, einen kleinen Verein, dass wir so Auswärtsfahrten machen mit BVB. Das ist so gut angekommen, da waren wir 20 Leute, inzwischen sind wir fast 50. Also 50 Leute sind wir inzwischen schon. Du siehst ja, viele sind schon hier. Leider ist jetzt in der Woche das Problem, es wird auch satt übertragen, sonst werden vielleicht noch mehr hier. Aber sonst, der Fanclub macht richtig Spaß. Und wir haben viele sehr gute Leute hier drin. Durchschnittsalter etwa? 50, kannst du sagen. Doch. Also haben schon eine Menge, Menge Geschichte mitgeschrieben von Borussia Dortmund. Ja, viele, ja. Alle kennen Borussia Dortmund auswendig. Ja, oder viele kennen sie, dich. Wollen sie kennen. Viele kennen dich sowieso. Ja. Dein Gesicht, du bist sehr bekannt bei Borussia Dortmund. Ja, das stimmt. Ich bin mit Hopi Kurat und den anderen. Ich war 66, viel beim Training. Ich war mit denen in Amerika, ich war überall bei denen. Also Borussia Dortmund kenne ich auswendig.
Ja, prima. Das ist schon mal klar. Das ist hier zur Bergeshöhe, das ist euer Lokal, wo ihr euch immer eure Fanclub-Veranstaltungen... Wir treffen Fanveranstaltungen, wir haben in 14 Tagen wieder unsere Versammlungen hier, dann sitzen wir in dem Saal, sind so 30, 40 Leute, wird alles durchdiskutiert, was wir da haben. Wir diskutieren über unsere Karten, wir haben Fankarten. 3-1 für uns, Perisic, 1-0, 2-0 Lewandowski, dann hier, was weiß ich, irgend so ein Grieche. Und dann machen wir das 3-1, würde ich sagen, macht unser kleiner Kakawa. Ja, ich gehe mal vom lockeren 2-0 aus, weil wir müssen ja irgendwann jetzt mal so ein paar Pünktchen holen. 1-5. 3-0. Michael Frodel, du bist der zweite Vorsitzende von Bergeshöhe Borussen. Sag mir auch mal so ein, zwei Sätze über den Fanclub. Also ich sag mal, unser Fanclub, wie gesagt, altersstrukturiert so mit 50, aber sehr viele aktive Leute dabei, die auf vielen Stadien. Ich persönlich bin bei jedem Spiel. Ich fahre auch alles auswärts normal. Piräus konnte ich leider nicht beruflich, weil ich erst Urlaub hatte. Aber sonst tun wir eigentlich, wir haben immer unsere 20 Karten von der Petra und die nehmen wir immer grundsätzlich alle für Heimspiele und Auswärtsspiele fahren wir auch alles. Ich war jetzt im Urlaub und kam danach direkt wieder, bin sofort nach Marseille, wir waren in Lemberg gewesen, Paris. Also wir fahren viel und wir sind mit vielen Fanclubs auch befreundet. Und da sind jetzt auch Jungs, die wir gut kennen, die sind unten in Piräus, ist natürlich nicht so berauschend, wir haben vorhin noch telefoniert, aber gut, die haben hier Spaß dabei. Die werden ja heute Abend doch noch ausgeflogen. 2-3. Ich bin mal eine Ausnahme, ich sage 1-1, ist auch ein schönes Ergebnis. Der erste Pessimist? Ja, genau. Ich sage 3-1 für Dortmund. Ich schließe mich an. 1-2. 0-2. 3-1. 2-0, ganz locker. 0-2 auch, mein Tipp. Jetzt geht es aber auch darum, Bergeshöhe Borussen macht zudem noch was Tolles. Nämlich macht etwas für gute Zwecke. Cepan, was macht ihr für gute Zwecke? Wir spenden einmal im Jahr grundsätzlich irgendwie eine Summe, die wir durch so eine Bergeshöhe Flasche da einnehmen. Wir machen den Rest dazu. Wir machen es für Schulen. Zweimal hintereinander haben wir es für die Maßbruchschule in Applerbeck gemacht. Das ist sehr gut angekommen. Und jetzt machen wir es im Moment am Rodenberg für die Tiere, die da im Winter nicht zu futtern haben, wo man so mal sagen. Das machen wir unheimlich gerne. Ja, das ist prima und das vorbildlich für BVB-Fanclubs müsste immer gemacht werden. Und das Schöne ist, wir haben auch Tatjana Groß eingeladen von der Pony-Arche, wofür ihr heute Abend euer Gesammeltes übergeben werdet. So. Hier haben wir dann Tatjana Groß von der Pony-Arche Applerbeck, Rodenberg. Hier wird gesammelt für deine gute Sache. Erzähl uns mal so in knappen 2-3 Sätzen, Pony-Arche, was kann man sich darunter vorstellen? Also wir sind ein kleiner Verein in Dortmund-Applerbeck und kümmern uns um 8 Ponys. Und zwar mit Hilfe von Kindern aus allen sozialen Schichten, die uns unterstützen und dadurch auch mitfinanzieren, sind natürlich dankbar und glücklich über jede Hilfe. Denn so ein kleines Projekt, das ist natürlich viel Aufwand und viel Geld, was investiert wird in gute Haltung und artgerechte Haltung. Und die Kinder lernen bei uns Sozialverhalten und Umgang mit den Tieren. Das ist so das Wesentliche. Ja, wunderschön und man sieht, dass schwarz-gelbe Fans, insbesondere eben Bergeshöhe Borussen vorbildlich, dafür da sind, dass sie auch sowas unterstützen und ich glaube, das kann dir und überhaupt den Pferden dem guten Zweck nur gut tun. Auf jeden Fall sind wir unendlich dankbar, denn gerade jetzt in der Wettersituation und bei den Heupreisen sind wir für jeden Pfennig dankbar und freuen uns ganz, ganz doll, dass hier in der Umgebung jemand bereit ist, uns zu unterstützen. So, und Cepan hat ja auch was mitgebracht, nämlich vom Fanclub gesammelt. Ich habe dir mal wieder einen Scheck für Sie. Das zweite Mal, dass wir bei uns sehen. Ja. Freue mich auch. Wir vom Fanclub. Wir machen jedes Jahr so eine Sammlung und die solltest du eigentlich jedes Jahr bekommen. Dann habe ich gerne, der Michael wird dir jetzt noch für dich für den Winter einen schönen Schal überreichen, dass du nicht so frierst. Ja? Der hält dich dann schön warm, wenn du da im Winter deine Tiere fütterst. Der hält dich dann schön warm. Aber dich darf ich auch mal drücken, ja? Guck mal hier. Vielen Dank. Ja, wie man sieht, Bergeshöhe Borussen haben Herz für gute Sachen und insbesondere jetzt diesmal für die Pony-Arche in Applerbeck am Rodenberg. Besucht einfach mal diese Pony-Arche, besucht womöglich auch den Fanclub Bergeshöhe Borussen, nämlich hier zu Gast, im Internet natürlich auch vertreten unter bergeshoeborussen.de. Herzlichen Dank.
Ein genau. Wie spielt heute Olympiakos Piräus gegen Borussia Dortmund? Es tut mir sehr leid für die guten Menschen, die gegen uns BVB-Spieler spielen müssen, aber wir werden gewinnen mit mindestens 3-1. So, hier haben wir natürlich auch wieder mal einen Edelfan, das ist der Olli, den kennen viele, viele Borussen-Fans sowieso. Olli, jetzt mal die Frage, in welchem Fanclub bist du? Supporters Holzen. Supporters Holzen. So, und ich habe von dir gerade mal erfahren, dass es ein paar Schwierigkeiten gab, denn du wolltest ursprünglich nach Piräus. Ja, ich wäre jetzt eigentlich da. Mein Flieger hätte gestern Abend 18.10 Uhr gehen sollen, ab Frankfurt, über Zürich, 0.10 Uhr in Athen, leider gestrichen worden. Das hat natürlich mit der politischen Situation in Griechenland zu tun. Wegen Fluglotsenstreik. Du warst nicht der Einzige? Nein, ich war nicht der Einzige. Es gab auch noch so die berühmten Fahnenzähne bei uns. Detmold, Geseke sind auch alle auf der Strecke geblieben. Ich habe gerade noch mit Andi WW telefoniert. Den hat es auch erwischt gestern. Also alle Flieger, die bis 14 Uhr von Frankfurt weg, sie sind auch runtergekommen. Der Rest halt nicht mehr. Okay, jetzt sagt man ja, die Borussen, die sind da sehr empfänglich für sämtliche Sachen. Aber wie hast du das so für dich empfunden? Ja gut. Ärgerlich, wenn man das jetzt so sieht, so im Fernsehen gleich, und tut schon irgendwo weh. Man war in Marseille, das war auch eine Riesenstimmung. Gut, man freut sich jetzt auf London, ist die nächste Reise. Ja, man muss es optimistisch sehen jetzt. So, allmählich wird es Zeit, wir haben noch 3 Minuten, dann ist Anstoß. Wir wollen uns jetzt hier erstmal ganz herzlich verabschieden, hier vom Fantipp TV. Und bei do21.de. Aus der Gastronomie zur Bergeshöhe, von den Bergeshöhe-Borussen 08 heißen sie, genau. Und ja, Charlie, ich würde sagen, toi, 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 auf dass das heute gelingt. Und wir sagen tschüss an alle, der Kasche und der Charlie. Ciao, arrivederci und tschüss. Ciao. Weißt du noch die goldenen 90er? Ottmar Hitzfeld, unser Mann. Zweimal holte er die Meisterschaft und unser Traum, der begann. 97 war es dann soweit. Ganz Dortmund feierte in Schwarz-Gelb. Riele Ricken macht den Jubel breit. Danach waren wir die Nummer 1. So, und jetzt haben wir auch die hübsche Wirtin hier von zur Bergeshöhe. Und von Melli möchte ich auch gerne den Tipp haben. Wie spielt heute Olympiakos Piräus gegen Borussia Dortmund? Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist, BVB gewinnt 3-0.